Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einer weiteren Part unseres Let's Plays Sly 3, Episode 30. Wir sind auf hoher See. Wir sind hier mitten auf einer Karte. Wir hatten beim letzten Mal eine besondere Karte gerade einkassiert, damit wir hier zu diesem roten X hier einmal hinsegeln können. Ja, ich würde einfach sagen, legen wir mal los. Mal gucken, da gibt es ein paar Kisten. Ich werde mich jetzt nicht an so Schiffsgeschichten jetzt mich beteiligen. Ist denn das? Ne? Ist das schon ein gutes Stück? Aber die kleinen Kisten, die können wir ja trotzdem alle einsammeln. Zwar nicht viel, aber wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Ah, wir sind schon fast da, perfekt. Gönnung. So, sollte hier jetzt nicht gleich diese Macht Schlacht euch bereit, stattfinden? Leute, wir nähern uns dem Feind. Ja, genial. Oh, Wellen. Es steht drei gegen einen. Du schaffst das leicht. Segle clever und wir werden Kampf als Sieger Oh, beenden. das war ja komplett in die Hose. Reicht das überhaupt von der Entfernung? Boah, nicht schlecht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, komm. Es sollen drei Schiffchen sein. Ach, warte mal, einer ist schon weg. Okay, cool. Oh. Oh. Das geht nicht gut aus. Ah, nee, 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 nee. Zweimal reinschlagen. Schlagen zum Heilen. Nichts ist hier gebrochen. Oh, da kommt eine Ruhr. Oh, bitte keine Legs, bitte. Low Frames hier. Dankeschön. Aber jetzt ist nur noch einer. Der ist toll. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und knack. Schnappt euch die Beute, wenn ihr wollt. Wir haben bereits die Koordinaten für den Rest der Flotte. Haben wir? Wahrscheinlich da drüben. So, oh, ist weg. Bye bye. So, wunderbar. Schön. So kann man auch ganz gut Geld scheffeln. So, wo müssen wir jetzt hin? Genau, ist dieser. Diesen Drachenkopf da hinten. Genau, mach das. Ach, so ein Kreuz. Ach, die Dinger heilen mich. Wir nähern uns Ah. dem großen Fisch. Oh, das ist Es sehr steht gut. 4 gegen 1. Hey! Bleibt wachsam und haltet euch aus der Schusslinie. Das wird ein harter Kampf. Okay. Aua, Das schwimmende Schiff schwimmt bald nicht mehr. So. Einzelner Schuss. Oh, es hat gelangt. So, zwei sind weg. Der war sehr hoch, aber Treffer, nicht schlecht.
einzelner. Okay, cool. Das könnte man natürlich so spielen. Wow. Das ist nicht gut. Oh wow, auf was seid ihr denn jetzt hier gegangen? Oh nein. Oh nein! Es ist frech. Das ging ja komplett daneben. Oh, rammen? Ah, das ist nicht gut. Das ist doof. Positioniert. Guter Schuss. Ah, komm, 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 dreh, 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 dreh. Und Feuer. Sehr schön. Schick ihn zur Titanic oder rauf den Schurken. Ah, ich weiß nicht, auf den Kampf habe ich keine Lust. Deswegen schießen wir ihn einfach ab. Und boom. Sehr schön. Rang Wischmob. Okay. Cool. Das ist der letzte vom Rotsegel-Seehund-Clan. Ohne sie müssten wir keinen Überraschungsangriff mehr fürchten oder uns gegen eine unüberwindbare Übermacht stellen, wenn wir die Blutbadbucht angreifen. Okay, cool. Oh, da gibt's Heilung. Und das werden wir dringendst brauchen. Hey! Einfach frech. Ja, okay. Dass nichts wird, war ja irgendwie klar. Aber ich wollte jetzt keinen Kampf. Na komm, geh wieder runter. Ah, es langt nicht. Wichtig ist, dass wir jetzt hier nicht in Schussdingens kommen. Der da ist bereit. Der da ist bereit, dann fehlt nur noch der hier. Na komm. Ja, das Problem ist, wir müssen hier so lange warten. So, weg mit dir. Oh ja. Wie, du stehst immer noch. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist ein schlechter Tag für einen Seefahrer. Reicht das? Reicht das? Ging das jetzt daneben? Oder? Schwierig zu sagen gerade. Oh oh, nicht gut. Schneller, schneller, schneller. Ah, verdammt. Bin ich rechtzeitig hingekommen? Okay, wir sind jetzt... Oh, hier. Ja, schön, dass ich hier jetzt die Heilung bekomme. Ich hätte vorhin diese Heilung gebraucht, aber nein, es kommt ja einfach so eine dumme Katze hin. Wow, Brecher aus der Tiefe oder Gefahr aus der Tiefsee? Boah, Frage. Welches nehmen wir jetzt? Ja, wenn wir uns da so durch diese Inseln lang schippern, dann könnte das vielleicht ganz gut hier in diese Richtung passen. Die Frage ist, wie kommen wir hier am Idiotsten vorbei? Oh nee, bitte nicht anpingen, bitte nicht anpingen. Danke, tschüss.
genau. Und dann ab hier kann ich ja schon fast nur noch geradeaus lang düsen. So, da vorne. Diese tiefen, trüben Wasser sollen das Ungeheuer beherbergen. Haltet die Augen offen. Bentley, ich kann in diesem Nebel nichts erkennen. Wenn dein Meeresungeheuer hier ist, können wir es unmöglich finden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir es finden und herausfinden, warum die Piraten es so fürchten. Panda-König, kannst du uns mit einem Feuerwerk etwas Licht machen, so dass wir die Kreatur besser sehen können? Ein Feuerwerk ist keine Flamme. Es explodiert mit grausamer Schönheit und verschwindet dann wie ein Blitz. Wir sollten wirklich von hier verschwinden. Bei der Sicht segeln wir sonst noch gegen einen Felsen. Das Schiff könnte schwer beschädigt werden. Das Ding ist, wie soll uns... Oh, wow. Wie soll uns Feuerwerk helfen? Okay, das nenne ich eine schwere Beschädigung. Das Meeresungeheuer ist da. Geh unter Deck und beruhige die anderen. Ich werde diese Kreatur durch mein Feuerwerk beeindrucken. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich stehe bereit. Was war gerade kurz mit seinem Daumen los? Das sah kurz irgendwie sehr unangenehm aus. Okay, cool. Ich muss jetzt mal lernen, wie das hier nochmal funktioniert. Das war ein Schleichangriff durch den Nebel. Ein paar schnelle Feuerwerkskörper sollten die Dinger fernhalten, falls du sie denn kommen siehst. Ja, das ist halt das Problem. Ich blick noch nicht so ganz durch, mit ihnen hier zu spielen. Aber ich denke mal, wir fuchsen uns schon ganz gut hier rein. Okay, cool. Oh, hallo, Großer. Oh, nett. Jetzt zeigst du dich endlich. Nimm dich in Acht vor dem Panda-König, deinem Meister. Boah, die Low Frames gerade. Hat er keine Lebensanzeige? Oh, hatten die alle, glaube ich, bisher immer nicht, oder? Boah, es ging richtig schön. Problem ist, ich muss übelst aufpassen, weil ich bin schon ziemlich angeditscht. Au. Ja, so viel zu dem Thema. Oh, jetzt geht er. Wasser. Das wird dir auch nicht helfen. Das Schiff wird runtergezogen. Wenn wir zu weit in eine Richtung kippen, sind wir so gut wie gesunken. Cool. Wenn das Schiff noch weiter kippt, schaffen wir es nicht. Was? Hast du viele Tentakel auf einer Seite zugelassen? Ach komm, ich muss doch aber auch erstmal Munition zusammenschmeißen, oder wie? Ey, ich habe gerade losgelassen, genau im selben Moment. Ja, das war unnötig. Ist das widerlich. Der Winkel ist zu steil, wir werden sinken. Boah, das wird ja richtig schlimm jetzt hier. Ja.
Okay, cool. Ah, hallo. Aber wenigstens haben wir hier mit ein paar Checkpoints zu tun. Oh, no. Oh Gott. Viel langsam, bitte. Hier ist ja richtig Zeitlupe jetzt angesagt. Oh, was zur Hölle? Okay, jetzt geht's wieder flüssiger. Wer weiß, was da im Hintergrund geladen wird. Aber das war ja nun schon ein bisschen sehr aggressiv. Aua, ich bin gerade gesprungen. Hat man, glaube ich, gesehen. Es sind aber trotzdem noch extreme Low Frames hier. Das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Aber wenn hier auf dem Bild zu viel passiert, dann kann das schon mal vorkommen. Ist zwar nicht schön, aber ist leider so. Aua. Wunderbaren Feuerwerk werde ich. Ich. Es ist weg. Cooper, ich brauche deine Hilfe. Bin hier. Was gibt's? Schütze das Schiff, während ich unten schnell weitere Feuerwerkskörper herstelle. Aber klar. Okay. Bentley, siehst du den Kampf? Brecher muss jetzt fast am Ende sein. Oder hat er noch was zu bieten? Ich nehme an, etwa 30. Ein Dutzend Tentakel. Grob geschätzt. Hallo. Oh, wie schön. Unser Schiffchen brennt. Meine Augen sind außer Reichweite. Olivier, ich habe eine Idee. Schlag gegen die Tentakel, während sie am Schiff kleben. Die Saugnäpfe werden kleben bleiben. Dann muss er sie vielleicht wieder abziehen. Okay, das eine kriege ich irgendwie gar nicht weg, oder? Okay, das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Oh Gott. Oh, hallo. Tentakel, bitte. Let's go. Ah, genau, jetzt kommt da einer. Ja, genau. Ich muss zu vielen Dingen ausweichen, gleichzeitig. Das ist jetzt zu viel. Das jetzt nicht gelangt. Ach komm, ich bin doch. Okay. Das war super seltsam. Autschen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Achchen. Boom. Das war ein großer Kampf. Er war den Namen eines Königs oder Coopers wert. Du hast ihn für mich weichgeklopft. Das war eine gute, solide Aktion, Freunde. Ihr beide habt's drauf. Sag mal, Guru, kannst du dich in seinen Verstand einklinken? Das ist eine großartige Idee. Aber wie willst du das bewerkstelligen? Hey, Waffe, Honda. Hi, Papa, Honda.
Dann tu das, aber sei so vorsichtig, wie es nur geht. Was hat er vor? Er verschafft uns hier auf See einen neuen Verbündeten. Als ob. Als ob. Hi, Babadaha. Hat das jetzt geklappt? Meister, verlass uns nicht! Oh Mann. Okay. Und jetzt? Tentakel-Terror. Ja, das passt super. So, wir haben noch Gefahr aus der Tiefsee. Ja, während ich so langsam dahin schipper, würde ich auch sagen, machen wir langsam Schluss mit dem Part. Geld. Oh, nein. Aber seit wann haben wir wieder Mast und alles? Bitte schön. Mast und Segel, die wurden uns doch weggebrutzelt und alles. Ich meine ja nur. Okay. Nee, ich will nicht kämpfen. Tschüss. Wir werden noch oft genug kämpfen, also lasst mich bitte in Ruhe. Sind wir dann auf dem richtigen Kurs? Bisher ja. Okay, dann würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und eventuell ist das Finale von diesen Schiffsaktionen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!